Willkommen, die noch dazugestoßen sind oder dazustoßen. Ich darf eine halbe Stunde berichten über E-Energy. 4 Jahre E-Energy. Was ist geschafft? Was bleibt noch zu tun? Wir haben gerade in der kleinen Diskussionsrunde gehört, ja, klar bleibt noch einiges zu tun. Und ich sage vorneweg, diejenigen, die E-Energy gemacht haben, denen hat man nicht auf den Weg gegeben vor 4 Jahren, ihr müsst die ganze Energiewende denken und machen, sondern sie haben einen bestimmten Ausschnitt betrachtet. Und darin waren sie, wie Herr Staatssekretär Heizer vorhin sagte, durchaus sehr erfolgreich. Also, was war E-Energy und was ist rausgekommen und was bleibt noch zu tun? Die Herausforderung ist relativ klar. Wir müssen die erneuerbaren Energien ans Netz bringen. Gut, es gibt natürlich noch eine ganze Reihe anderer Herausforderungen, aber das ist so eine dominante Herausforderung. Und es gibt Regionen in Deutschland, die heute schon stöhnen und ächzen, dass die Menschen so viel erneuerbare Energien da dezentral erzeugen mit Photovoltaikanlagen, mit Windanlagen. Die ersten denken auch schon darüber nach, ob das mit diesen Elektrofahrzeugen wirklich so gut ist, wenn die alle jetzt hier plötzlich am Ortsnetz Schnellladung veranstalten, ja, und die Trafos glühen. Also das sind schon noch ein paar Fragestellungen mit den neuen Technologien, die wir gerne hätten. Ja, sie haben erstmal, stellen die Netzbetreiber durchaus vor Herausforderungen. Hier kann man sehen, ja. Wir haben es hier mal so dargestellt, das Gelbe hier, das Kupferfarbene, das ist das Netz, ja, das ist das Stromnetz, das es bei uns ja gibt. Und wir reden viel davon, dass wir die Stromnetze, die Übertragungsnetze speziell ausbauen müssen. Das sind irgendwie die 3000, 4000 Kilometer im Raum, die es da brauchen würde. Aber man geht davon aus, dass wenn man so ein blaues Netz dazu macht, und blau steht für Kommunikations-, für Datennetz, dass man da das gesamte System etwas intelligenter hinbekommt, vielleicht den einen oder anderen Kilometer Übertragungsnetz sparen kann, aber vor allem die Netzausbaukosten im Verteilnetz erheblich sparen kann. Das war mit Sicherheit einer der Ansätze, die das Wirtschaftsministerium und dann sehr schnell auch das Umweltministerium dazu bewogen hat, vor 4, 5 Jahren dieses E-Energy-Programm auf den Weg zu bringen. Da gab es aber noch einen anderen Anreiz. Man wusste, dass die Energieversorger von heute, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Energieversorger von morgen sein werden, wir reden ja nicht nur immer von den 4 ganz Großen, wir reden von 900 bis 1000 Energieversorgern, Netzbetreibern in Deutschland. Wir haben anders als Italien und Frankreich zum Beispiel keine so stark zentralisiert, sondern eher noch eine dezentrale Struktur. Und die Frage wird sein, wird denn der Energieversorger von morgen weiterhin derjenige sein, der jetzt mir eine Kilowattstunde liefert, oder wird er auch andere Dienstleistungen anbieten? Was passiert denn auf diesen durchaus von der EU so gewollt liberalisierten Märkten? Ja, kommen da neue Spieler und was machen die, was bieten die dort an? Wir haben in der Telekommunikation vor 10, 15 Jahren einen kompletten Wandel erlebt und es steht irgendwo im Raume, dass es diesen Wandel auch in der Energiewirtschaft gibt. Und das war die zweite Linie, die man bei E-Energy vor 4, 5 Jahren mit auf den Weg gebracht hat, Grundlagen dafür zu schaffen, für diesen sich verändernden Markt in der Energiewirtschaft. Was wurde gemacht? Es wurde eine Ausschreibung gemacht, es wurden 6 Modellprojekte beauftragt oder gefördert. In Summe reden wir von 140 Millionen Forschungsmitteln, die in diesen 6 Förderprojekten eingesetzt werden konnten. Das Geld kam zum Teil vom Staat, ja, zum Teil kam es von den Industriekonsortien selber. Die Modellprojekte kamen gerade zu Ende. Vorher ist gesagt worden, wir haben im Januar einen Abschlusskongress gemacht, obwohl einige noch in den letzten Zügen der Auswertung liegen. Ich selber habe die Freude, einem Konsortium vorzustehen, das die sogenannte Begleitforschung gemacht hat. Das heißt, wir haben immer drauf geguckt, was machen die alle? Wir haben die Leute zusammengebracht, gut, wir haben es auch kommuniziert. Wir haben auch die Ergebnisse kommuniziert Richtung Staat, Richtung Gesetzgeber oder Richtung Bundesnetzagentur. Das heißt also, dass das nicht einfach irgendwo ein bisschen im Labor rumgeforscht wurde. Es wurde in der Praxis gemacht, es wurde in der Praxis gezeigt, ja, dass Transparenz und Automatisierung möglich ist, dass wenn man das ergänzt um Marktplätze und Dienstleistungen, ja, dass man da zu einem komplett neuen Bild kommt. Wir haben es dann mal Smart Energy Made in Germany genannt, das Herr Friedrich ist schon weg, vielleicht hinten noch irgendwo. Ja, das ist das, womit auch GTAE im Ausland, glaube ich, mit diesem Slogan ganz gern wirkt. Es war vom Anfang an ein Schwerpunkt im Bereich IKT, Informationskommunikationstechnologie. Es sollten also die mit mehr oder weniger bestehenden Kommunikationstechnologien, wie wir sie kennen, von Computern, von Handys, von Internet,
ja, sollten diese Fragestellungen in diesen Bereichen, die hier dargestellt sind, angegangen und gelöst werden und in der Praxis gelöst werden. Jedes dieser Modellprojekte hat natürlich irgendwie andere Schwerpunkte gesetzt innerhalb dieser 12 möglichen Themen. In Summe wurde aber alles und die wichtigsten Themenfelder natürlich mehrfach abgedeckt. Und es gab eine Sache, die erschien sehr, sehr undurchsichtig noch vor 4, 5 Jahren, nämlich die Frage, kann, soll und wird man auf Dauer auch private Nutzer, private Konsumenten oder auch betriebliche Konsumenten anders als es heute der Fall ist, in die Netze einbinden können. Hier ist vorher schon mal gesagt worden, es kommt auf Flexibilität an. Ich will es jetzt nicht so platt machen wie waschen, wenn die Sonne scheint. Ja, da hat mich die Bundeskanzlerin mal geziehen, weil ich das gesagt habe. So einfach ist die Welt natürlich nicht, aber es ist viel Wahrheit dran. Also den Verbrauch irgendwie an die Volatilität der Erzeuger anzupassen. Volatilität, die daher kommt, dass eben Wind und Sonne nicht immer in der gleichen Menge zum gleichen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Was Sie hier sehen, ist einfach mal dargestellt, mit wie vielen Haushalten in diesem Fall. Es wurden auch noch Betriebe untersucht, es wurde natürlich etwas im Netz, in der Netzautomatisierung gemacht, aber allein in wie vielen Haushalten entsprechende IKT-Lösungen installiert wurden, um zu sehen, ob diese Haushalte sich, ich sage mal in irgendeinem Sinne, besser verhalten können in dem Gesamtsystem von Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Verbrauch. Ich gebe Ihnen gleich noch einen kleinen Durchgang, was da konkret gemacht wurde. Eines ist wichtig, und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele von Ihnen sich intensiv schon mit dem Thema Netze, Übertragungsnetze und Verteilnetze beschäftigt haben. Man sieht immer wieder mal dieses linke Bild. Dieses linke Bild heißt, im Norden haben wir sehr viele Windräder und der Strom muss irgendwie in den Süden. Natürlich braucht man da Stromautobahnen, natürlich braucht man da Übertragungsnetze. Wir haben aber im Süden, ja, und jeder hört, dass ich hier aus der Gegend komme, ja, mehr Sonne, mehr Tourismus in Bayern, also auch viel mehr Photovoltaik. Und die Photovoltaik, die muss man nicht nach dem Norden transportieren, man muss in der Mittagszeit, wenn die Sonne runterknallt, ja, und Strom im Überfluss da ist, einen Plan haben, was mache ich jetzt damit, ja, der muss, ich sage im weitesten Sinne, irgendwie weg. Ja, aber bitte schön nicht wegleiten, sondern wenn es geht, irgendwo in der Region verbrauchen, weil natürlich durch dieses Wegleiten auch wieder Verluste entstehen und Aufwände entstehen im Netzausbau. Nun hat man aber sehr schnell gesehen, wenn man diesen Ansatz verfolgt, wir wollen in den Verteilnetzen da draußen, in den Orten, in den Städten, in den Landschaften etwas verbessern, da gibt es nicht das eine Problem. Wie gesagt, der eine hat mehr Photovoltaik, der andere hat mehr Sonne, ja, der andere hat eine Mischung, der dritte hat schon 1000 Elektrofahrzeuge, die da irgendwo mit reingrätschen. Ja, und außerdem hat jeder ein ganz anderes Netz, stark vermascht, stark hierarchisch. Das ist hier mal ein bisschen grafisch dargestellt. Wichtig ist, und das ist eine ganz große Erkenntnis von eEnergy, es gibt nicht das eine intelligente Netz, es gibt nicht das Smart Grid, sondern man kann das gesamte System von, ich sage es nochmal, Erzeugung, Speicherung, Verteilung, Übertragung, Verbrauch, das kann man smarter machen, das kann man intelligenter machen. Das braucht aber je nach Situation des Netzes, aber auch je nach Stressoren, nennen wir das dann immer, unterschiedliche Lösungen. Interessanterweise, und was heißt interessanterweise, so war das auch angelegt, hat eEnergy einen Baukasten entwickelt. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, das mit Lego-Klötzen darzustellen. Es gibt, sagen wir so, 6 große Bereiche, ja, in denen man handeln kann und handeln muss. Ich mache mal von rechts oben angefangen. Wir haben die dezentralen Systeme der Erzeugung und auch unterschiedliche veränderte Verbrauchsmuster in diesen dezentralen Systemen. Ich sage nochmal Elektrofahrzeug, ich sage aber zunehmend auch Batterien in meinem Keller, wo ich Eigenverbrauch machen kann. Das dezentralisiert sich, damit muss man umgehen können. Nach links oben smarte Verbraucher, das heißt, Menschen wollen sich anders verhalten, die wollen zum Beispiel ihre Flexibilität, also waschen, wenn die Sonne scheint, ja, ihre Flexibilität auch irgendwie honoriert bekommen, vielleicht durch den Strompreis, vielleicht auch irgendwie anders, ja, dann sind sie smart. Smart Home, der Kollege vorher hat schon gesagt, ich habe so ein intelligentes Haus mit Wasserspeicher und allem Pipapo. Das Smart Home spielt eine Rolle. Das Smart Home wird als intelligentes Objekt ins Netz gehen. Es wird nicht die Waschmaschine reingehen, sondern es wird das gesamte Haus irgendwie reingehen. Natürlich haben wir uns auch gefragt, wie kann man das marktlich abbilden? Unten in der Mitte haben wir Marktplätze und Marktteilnehmer. Es wird vielleicht nicht mehr so sein auf Dauer, dass ich einen
Stromversorger wähle und am Ende des Jahres kriege ich eine Rechnung und Ende, sondern ich werde viel, viel schneller wechseln. Ja, ich kann auch meine Flexibilität auf unterschiedlichen Märkten anbieten. Also es wird neue Marktplätze, neue Marktteilnehmer geben, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit elektronisch sein. Ja, heute passiert sehr vieles auf Marktplätzen im Internet, also warum soll nicht das ganze Thema Energie und Flexibilität auch im Internet passieren? Auch dafür wurde dann gearbeitet in die Energy, die Marktplätze wurden entwickelt, unterschiedliche Lego-Bausteine dafür wurden entwickelt, die man natürlich auch wieder ganz unterschiedlich zusammensetzen kann. Und natürlich links unten Netzmanagement als solches, damit nicht der Eindruck entsteht, wir haben uns jetzt hier nur darum gekümmert, dass die Haushalte die Wäsche waschen, wenn der Wind weht, sondern es geht auch um Netzmanagement als solches, mehr Intelligenz, mehr Sensorik, mehr Aktorik in den Verteilnetzen. Das sind so diese 6 Themenfelder und wie gesagt, in diesen 6 Themenfeldern wurden von den unterschiedlichen Projekten die entsprechenden Lego-Bauklötze entwickelt und ich zeige Ihnen gleich noch ein paar Beispiele. Und jede Region, jede Stadt, jedes Stadtwerk, jeder regionale Energieversorger, jeder Netzbetreiber wird sich aus diesem Lego-Baukasten die Teile nehmen, mit denen er seinen Netzbetrieb optimal gestalten kann. Nehmen Sie ruhig Ihr Platz. So, ganz schnell eine Tour de raison durch die Modellprojekte. Ich beginne jetzt erstmal in dem ersten von den 6 Bereichen, Transparenz ins Netzmanagement. Hier nur, damit Sie sehen, das ist richtig Netz, das ist richtig Hardware. Ja, da kann man natürlich sehr viel mit Sensorik machen. Durch verbesserte Sensorik und verbesserte Aktorik, also Steuerelemente im Netz und in den Ortsnetzstationen, kann man natürlich ein aktives Netzmanagement betreiben. Momentan ist es, also manchmal sagt man ganz böse, Blindflug im Verteilnetz. Ja, man guckt, dass man irgendwie so viel Strom erzeugt, sprich die Spannung so schnell anhebt, wie der andere Strom verbraucht. Das kann man intelligenter machen, das kann man besser vorhersagbar machen, wenn man das Netz, nicht nur den Rand des Netzes, also die Erzeuger und die Verbraucher, sondern auch das Netz intern besser kennt und mit Informationskommunikationstechnologie die vorhandenen Netzressourcen noch besser ausnutzen kann. Damit lassen sich natürlich dann auch Netzengpässe vermeiden. Netzengpässe sind immer da, wenn man entsprechend der vorhandenen Netzinfrastruktur, den Kabeln, den Trafos, zu viel oder zu wenig Strom einspeist oder zu viel oder zu wenig abnimmt, in ein Ungleichgewicht kommt. Ich sage mal ganz bewusst, das ist heute nicht der Fall. Sie müssen jetzt keine Angst haben oder Ihren Nachbarn erzählen, ja, dass wir ein Riesenproblem haben und das Ganze kippt. Das haben unsere Netzbetreiber schon ziemlich gut im Griff. Aber das kann sich auch ändern, wenn wir uns nicht Gedanken dazu machen, wie man das besser vorhersagen kann. Ein Projekt, Regmode Harz, also wie der Name schon sagt, im Harz, die haben den Luxus dort, ein Pumpspeicherkraftwerk zu haben, viel Wind, Windräder auf Photovoltaik, haben eine ganze Reihe von Elektrofahrzeugen dann auch eingebracht dort. Die haben sich eine Leitwarte gemacht, also wenn man so will, ein Steuerpult für die gesamte Region, wo mit intensiver Vorhersage, mit exzellent ausgearbeiteten, neu entwickelten Prognosesystemen bezüglich Verbrauch und Einspeisung und Erzeugung auf einen Tag und auf mehrere Tage im Voraus gesagt werden konnte, wie kriegt man das ins Gleichgewicht. Sie können sich das ungefähr so vorstellen, die haben da beispielsweise auch Biogasanlagen. Ja, ob ich aus dem Biogas jetzt oder morgen Strom mache, ist erstmal herzlich egal. Mal ein bisschen den Markt und die Einspeisung beiseite, ja, die Euros, aber ansonsten für das Gesamtsystem wäre es natürlich klug, sich das Biogas für die Zeiten aufzuheben, wenn kein Wind weht. Ja, also das haben die in ihren Prognosesystemen und in ihrer Leitwarte mit eingebracht. Ähnlicher Ansatz, Intelligence im hohen Norden bei Cuxhaven. Sie sehen links, ich meine, ob Sie es erkennen, ein großes Kühlhaus für Fisch. Die gibt es da oben öfter. Ja, und außerdem gibt es viele Windenergieanlagen. In der Mitte haben Sie noch das Ahoi-Bad. Das ist ein Schwimmbad mit einem Blockheizkraftwerk. Blockheizkraftwerk ist auch so ein Gerät. Ob ich das warme Wasser für das Schwimmbad jetzt mache oder in 2 Stunden, ist ja irgendwo nie so wichtig. Wenn man aber das warme Wasser macht, erzeugt man gleichzeitig Strom. Warum soll ich also das warme Wasser dann machen, wenn ich sowieso so viel Strom habe und ich gar nicht brauche? Also da können die das abstimmen. Dafür wurde dieser sogenannte Lastmanager entwickelt. Das ist ein Gerät, das in der Zwischenzeit sich auf dem Markt befindet sogar und zuvorderst in solchen Kühlanlagen, aber auch in anderen Industriebetrieben in der Zwischenzeit zum Einsatz kommt. Im Großen und Ganzen macht der Lastmanager genau das, was Sie sich erwarten, ja, nämlich den Fisch kühlen, dann wenn der Wind weht. Unter Berücksichtigung dessen, dass der Fisch, wenn er kalt ist, in einer bestimmten Spanne kalt sein muss. Er darf nicht zu warm, ich glaube, er darf noch nicht einmal zu kalt werden. Also das ist mehr als einfach ein- und ausschalten. Da steckt eine richtige Intelligenz, da steckt viel, viel Hirnschmalz da drin.
Man weiß, dass wenn man dann mehrere solche Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen geschickt zusammenschaltet, wir sprechen da vom Cooling, ja, und wenn man dann noch Speicher hinzunimmt, und so ein Kühlhaus ist ja eigentlich auch ein Speicher, ja, der speichert die Kälte, was ja auch eine Energieform ist, ja, wenn man das alles zusammenfasst und geschickt coolt, dann wird da ein Schuh draus, da wird auch ein wirtschaftlicher Schuh draus, das konnte dort gezeigt werden. IDEMA, Ruhrgebiet, die haben das dann mehr mit Haushalten gemacht, die haben kleine BHKWs, also Geräte, die Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen, angesteuert, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, ein paar zig, und die eben dann eingeschaltet, wenn man den Strom gebraucht hat. Typischerweise fahren diese Geräte wärmegeführt, also man schaltet sie ein, wenn es kalt wird. Jetzt schaltet man sie ein, wenn man den Strom braucht und guckt damit, dass man die Wärme sinnvoll nutzen kann. Und sinnvoll nutzen heißt, beides, sowohl Strom als auch Wärme, auf irgendwelchen Marktplätzen dann entsprechend anbieten oder einkaufen kann. Dort wurde dann auch, ich glaube, das erste Mal der Begriff Prosumer entwickelt. Der Prosumer ist jemand, der sowohl Consumer ist, also Strom verbraucht, als auch Producer ist, also Strom erzeugt in seinem Objekt. Ja, und wenn man das geschickt zusammenbringt, ja, dann lässt sich dort ein Geschäftsmodell daraus machen. Man hat aber auch gelernt, und Sie sehen hier den Begriff Aggregator, der einzelne Prosument wird auf diesem Feld eher wenig ausrichten können. Man wird mehrere geschickt zusammenschalten müssen, aggregieren müssen. Das Aggregieren ist durchaus schon bekannt im Bereich Erzeugung. Ja, in E-Energy wurde der Begriff ausgeweitet auf den Prosumer, also auch auf den Konsumenten, wo dann kleinere Flexibilitäten geschickt zusammengepackt wurden, um diese Flexibilitäten auf den bestehenden Märkten geschickt anzubieten. Und wenn ich sage, wir reden viel von Objekten, also nicht diesen einzelnen Gerätschaften wie Spülmaschinen oder Waschmaschinen oder vielleicht auch mal Wärmepumpen oder Ladegeräte von Elektrofahrzeugen, sondern wir reden eigentlich von Objekten. Das wurde vor allem im Modellstadt Mannheim sehr intensiv diskutiert. Dort hat man diesen sogenannten zellularen Ansatz sehr, sehr stark weiterentwickelt. Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, kann man das da oben sehen. Also oben links sind eine ganze Reihe Häuser. Sagen wir ungefähr 200 sind zusammengeschaltet zu einer Zelle. Innerhalb dieser Zelle wird genügend viel erzeugt, ja, sodass man schlimmstenfalls, wenn von außen nichts kommt, sogar diese Zelle mit Strom versorgen könnte eine gewisse Zeit. Also es ist nicht, ich sage es ganz deutlich, es ist nicht das Ziel, es lauter solche autarken Zellen zu machen. Ja, aber wenn man das innerhalb einer Zelle super gut steuern kann, dann könnte so eine Zelle durchaus auch mal existieren, wenn rundherum irgendwo ein Problem ist. Man könnte sie abschoten. Und wir haben vorher angefangen zu diskutieren über Sicherheit. Natürlich, wenn ich hier überall Computer drin habe, natürlich können da irgendwelche bösen Menschen, die da Hacker heißen, rein und da versuchen irgendwie zu stören. Das kann man typischerweise sogar erkennen heute, aber was mache ich dann? Ja, ich könnte beispielsweise so eine Zelle in Quarantäne schicken und sagen, okay, außenrum wird nichts infiziert, bis ich in dieser Zelle geklärt habe, was da Sache ist. Dazu muss ich die Zelle sowohl kommunikationstechnisch wie energietechnisch irgendwie vom Netz nehmen. Sprich, in einen Islanding Mode heißt das, bringen. Das heißt also, diese Ansätze sind durchaus auch ein Beitrag zur in der Zukunft sicheren Gestaltung von Netzen. Ich erzähle an der Stelle öfter mal die Anekdote. Viele haben gesagt, ja, ist ein witziger Ansatz, aber braucht man so wirklich nicht. Ja, bis ich mal Hiroshi Watanabe kennengelernt habe in Tokio. Und Hiroshi Watanabe hat mir erzählt, dass bei dem ganzen Desaster in Fukushima tatsächlich eine solche Zelle die ganze Zeit durchgelaufen ist. Die mussten ja alles abschalten dann, als das große Desaster war. Aber eine Zelle mit ein paar Häusern, mit dem Krankenhaus, mit dem Rathaus, ich glaube die Polizeistation war dabei, ja, die lief die ganze Zeit durch. Das war nämlich genau dieser Ansatz, wo in einem Projekt von dem dortigen Forschungsministerium genau diese Dinge auch untersucht worden sind. Also das funktioniert sogar in der Praxis, muss man fast schon sagen. Leider wurde es bewiesen. Die Sache mit dem intelligenten Haus wurde unter anderem in Meregio, das war im Schwarzwald, im Südschwarzwald, gezeigt. Da wurde ein reales Haus gebaut mit PV-Anlage, mit Mikro-BHKW, mit Elektrofahrzeug. Auch da konnte man zeigen, dass auch so ein Haus, wenn es nötig wäre, mal ein paar Stunden oder zwei, drei Tage als autarke Zelle betrieben werden konnte. Wobei auch das nicht das Ziel war, sondern das Ziel war eher zu zeigen, wenn man es möchte, könnte man, aber wenn man es nicht muss, kann man es auch anderweitig sinnvoll nutzen. Nämlich beispielsweise dieses, und ich zeige es an diesem Bild rechts, ein intelligentes Gebäude, dieses intelligente Gebäude sehr geschickt mit dem intelligenten Netz verbinden.
Sie sehen hier eine Schemadarstellung, die in ganz E-Energy und über die Jahre gewachsen ist und eine große Bedeutung hat. Wir sehen in der Mitte so ein grünes Element, Gebäudemanager. Das stellen Sie sich vor als einen Computer, der mein Haus optimal managt. Also der stellt die richtige Temperatur ein, abhängig davon, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Er fährt die Jalousien runter am Abend, der macht das Garagentor auf, wenn ich heimkomme. Also bietet mir Komfort. Solche Gebäudemanagementgeräte, die gibt es, vorher haben wir gehört, gerade in Amerika schon viel mehr als bei uns, aber auch bei uns zunehmend. Nur diese Gebäudemanager, die haben die dumme Eigenschaft, dass sie sich erstmal herzlich wenig darum kümmern, was um das Haus herum ist. Also so, die fragen sich nicht, was macht der Netzbetreiber da draußen, die managen mein Gebäude. Wohingegen die Netzbetreiber sagen, ich bräuchte so ein Gerät, das hat man in der Zwischenzeit Energiemanager getauft. Ja, dieses Gerät bringt jetzt dieses Objekt, mein Haus oder meine Gerätschaften im Haus, ans Netz. Nochmal ganz grob vereinfacht gesagt, Stromverbrauch dann, wenn es gerade passt. Und die Idee wäre nun, dass man diese Gebäudemanager und diese Energiemanager irgendwie verheiratet, übereinander legt. Ja, weil das ist dann in Summa etwas, wo ich als Bürger oder Hausbesitzer sage, ja, das gibt mir Komfort und gleichzeitig hilft es dem Netzbetreiber. Wenn der mir das auch noch ein bisschen honoriert, ja, dann werden wir da irgendwie eins. Hier ist ganz verschämt noch ein Smart Meter, weil wir vorhin die Smart Meter Diskussion hatten. Ja, ich brauche natürlich ein Gerät, was es mir erlaubt, auch mal zu messen, ob der Mensch jetzt nun im richtigen Augenblick den Strom und wie viel davon verbraucht hat, damit ich das abrechnen kann. Mal immer vorausgesetzt, es gibt solche Netznutzungsgebühren oder Netzentgeltmodelle, von denen wir gerade gehört haben, dass es die ja in der Form noch nicht unbedingt gibt. Da ist sicher noch Handlungsbedarf im Regulierungsrahmen. Aber insgesamt ist es tatsächlich so, das Thema Smart Home, um dieses Bild nochmal zu zeigen, wenn rechts das Smart Home ist und links das Smart Grid, ja, die beiden haben etwas miteinander zu tun. Zusammen wird da technischer, aber vor allem auch ein wirtschaftlicher Schuh daraus. So, damit das aber im Haus funktioniert, müssen, sagen wir, diese Energiemanager oder Gebäudemanager, wie auch immer, müssen die verschiedenen Gerätschaften, ob das Erzeuger, Speicher, Verbraucher sind, ansteuern können. Da braucht man eine, wenn man so will, gemeinsame Sprache. Da herrscht zurzeit Sprachenwirrwarr. Diesem sollte und kann ein Ende bereitet werden. Im Projekt Smart Watts wurde dafür EE-Bus entwickelt. Ich sage manchmal Esperanto der Energiewirtschaft. Das ist die Sprache, die irgendwie alle können müssen. Du kannst natürlich von Chinesisch nach Esperanto und von Esperanto nach Deutsch wieder übersetzen. Ja, aber Esperanto müssen alle können. Ja, das ist so die Vereinheitlichung der Ansprache von Geräten in diesem Bereich. Aber lassen wir uns noch ein bisschen, mal auf die Uhr gucken, nochmal zum Menschen kommen. Es ist viel gesprochen worden jetzt über Geräte. Diese Geräte gehören Menschen und die Menschen sind oder wollen smart sein. Sie kennen die Frau, kennt glaube ich jeder. In Deutschland kennt sie jedenfalls, das ist Frau Mustermann. Die Frau Mustermann sagt, ich will Energie sparen. Die andere Frau Mustermann sagt mir, soll meine Flexibilität honoriert werden. Die dritte Frau Mustermann sagt, ich will einfach im Internet den Lieferanten wechseln können. Einfach, unterstrichen, einfach. Ja. Oder die vierte Frau Mustermann sagt, vielleicht ist dann auch der Herr Mustermann, ja, ich will die Energie so weit als möglich selbst erzeugen. Die wenigsten werden das alles vier gleichzeitig machen wollen, ja, aber jeder hält das eine oder das andere für besonders smart und möchte das tun können. Will heißen, wir müssen schon auch sehr, sehr genau gucken, wer von den Menschen will da eigentlich was, weil am Ende des Tages kostet das natürlich Geld. Ja, ob ich das jetzt im Baumarkt kaufe und selber bezahle oder ob das sozialisiert wird, indem es über die Strompreise umgelegt wird, es kostet natürlich Geld, wenn ich da einen kompletten Wandel vollziehe hin zu einem intelligenten System. Also muss der Mensch als solches natürlich auch irgendwie haben wollen, aber da haben eben verschiedene Menschen verschiedene Vorstellungen und das macht es nicht gerade einfacher. Richtig ist, wir konnten in E-Energy in diesen Experimenten zeigen, dass man Verhaltensänderungen herbeiführen kann, indem man über solche Geräte, und hier sind einige dargestellt, Anreize schafft. Rechts oben, das ist eigentlich ein sehr plastisches, da gibt es ein Device, das wird entweder rot, grün oder gelb, ja, je nachdem, ob es gerade gut ist, Strom zu verbrauchen oder nicht zu verbrauchen. Nochmal, es wird nicht jemand, wenn es jetzt gerade auf grün schaltet, ganz schnell in den Keller rennen und die Waschmaschine einschalten. Aber wenn ich gelernt habe, dass es immer am Freitagnachmittag auf gelb ist, aber am Samstagvormittag auf grün, dann werde ich vielleicht anfangen, meinen Rasen nicht am Freitagnachmittag, sondern am Samstagmorgen zu mähen, wenn ich das entsprechend auch noch honoriert bekomme, wenn die Kilowattstunde dann, weiß ich, 10 Cent weniger kostet. Das wurde untersucht und man hat eben zeigen können, ja,
dass auch Einsparungen dadurch erzielt werden konnten. 10% bei Betrieben, 20%. Wir können sagen, okay, also das heißt, da hatte die ganze Zeit von Lastverschiebung geredet. Ja, allein die Tatsache, dass die Menschen sich mit diesem Thema beschäftigt haben, hat dazu geführt, dass sie angefangen haben, Strom zu sparen. War nicht das erste Ziel von dieser Übung, ja, wenn man so will, ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt. Man hat dann angefangen zu untersuchen, ich will das auch nicht vertiefen, das ist jetzt was für Psychologen, ja, die, oder auch für Marketingleute, die teilen die Menschen in sogenannte Kunden- oder Kaufmustergruppen ein. Das ist ein sehr berühmtes Modell, teilt die Menschen in 10 Gruppen ein. Die einen, und das nach oben ist immer dargestellt, wie reich sind sie, und nach rechts wie modern, so ungefähr. Ja, also rechts unten ist mein Sohn, der Hedonist, ja, kein Geld in der Tasche, aber hypermodern. Wie Sie sehen, der kommt weder in der ersten, in der zweiten noch in der dritten Priorität gerade vor. Man sieht, dass es Menschen, die es sich leisten können und die einen gewissen Antrieb haben, eine moderne Wertehaltung haben, die hat man identifiziert als Priorität 1. Man wird nicht den gesamten Markt, man wird nicht die ganze Menschheit für so etwas gewinnen können. Man kann das Schritt für Schritt tun. Was ich hier sagen will, das ist sehr gut untersucht worden. Und um dem vorzubeugen, es wurden nicht einfach nur immer die ausgepuckt, die das sowieso gerne machen, sondern es wurde darauf geachtet, dass man schon eine repräsentative Gruppe dafür hernimmt. Und in dieser repräsentativen Gruppe konnte man sehen, dass es möglich ist, den Menschen den Verbrauch so plus minus 10% hin und her zu schieben und zu verzögern. Kann man noch darüber diskutieren, wie lange kann man es verzögern? Ja, irgendwann muss sowohl mein Elektrofahrzeug geladen als auch die Wäsche gewaschen sein. Ja, da gibt es dann solche Raster, das wurde genau untersucht. Wenn Sie es interessiert, können Sie es nachlesen. Hier hinten gibt es auch einen Stand, da können wir Sie noch genauer informieren. Da gibt es das alles auch noch schriftlich. Es wurde auch experimentiert, mit welchen Anreizen, mit Stufentarifen. Ja, also die meisten kennen Tagtarif, Nachttarif, also das sind zwei Stufen mit einer Spreizung von, ich weiß gar nicht, 10 oder 15 Cent zurzeit. Hier wurde experimentiert mit bis zu 22 Stufen und mit Spreizungen bis zu 1,40 Euro in der Kilowattstunde. Ja, was ist rausgekommen? Es ist nicht unbedingt so, dass eine höhere Spreizung einen größeren Anreiz bringt. Also die Menschen machen es auch bei kleineren Sprüngen vielleicht schon. Es wurde auch nicht herausgefunden, dass es bei ganz, ganz vielen Tarifstufen es besser wird. Tendenziell sagt man, naja, man darf die Menschen auch nicht überfordern. Ja, obwohl es am Schluss nicht der Mensch ist, der das schaltet, sondern doch ein Gerät. Aber wenn der Mensch das ganze System schon nicht mehr versteht, dann sagt er, naja, muss ich das haben. Ja, also keep it simple, auch hier. Ja, das ist eines der Ergebnisse. Und das aber in verschiedensten Varianten. Zeitvariable Tarife, dynamische Tarife, verbrauchsvariable Tarife, Bonus-Malus-Events. Ich gehe da nicht in die Tiefe. Wenn Sie es interessiert, können wir das später genauer anschauen. Es wurden entsprechende Marktplätze geschaffen. Ja, das können Sie sich in etwa vorstellen, wie das funktioniert. Hier wird dargestellt, dass man damit, also mit diesen Anreizen, Geräte zu bestimmten Zeitpunkten einzuschalten oder doch nicht einzuschalten, dass man da durchaus auch Netzprobleme, die antizipierte Netzprobleme lösen kann. Also hier ist ein roter Fleck, also es klingt also so, wie morgen Vormittag ist da ein Problem. Das wurde im Südschwarzwald gemacht, gell? Wurde es im Südschwarzwald gemacht? Jetzt haben wir noch jemanden da, der es besser weiß als ich. Willkommen. Ja, also morgen, weiß ich, geht die Wolke vor die Sonne wahrscheinlich, ja, und die Spannung fällt ab. Ich muss jetzt irgendwie dafür sorgen, dass nicht so viel Strom verbraucht wird. Dann ist man rausgegangen, es wurde ein Verhandlungsprozess gemacht auf einer solchen elektronischen Marktplattform. Vorher haben die Leute schon gesagt, mit mir kannst du reden, mich kannst du anrufen, wenn da sowas ist. Ja, und dann können wir in Verhandlungen treten. Es wurden Angebote angenommen, andere wurden nicht angenommen. Ja, es wurde tatsächlich ein Handel getrieben dort. Mit dem Effekt, tatsächlich der rote Fleck war am nächsten Tag nicht da. Will nur heißen, man konnte zeigen, dass mit marktbasierten Mechanismen tatsächlich auch positive Effekte fürs Netz erreicht werden konnten. Dieses Bild zeige ich Ihnen nur, ich erkläre es heute nicht, aber wen es interessiert, das ist ein Ampelmodell. Manchmal ist das alles im normalen Bereich, alles ist gut, manchmal ist ein sehr kritischer Zustand, da kann man eigentlich nur noch Geräte aus- und einschalten, die man vorher schon definiert hat, Erzeugungsanlagen, aber auch Verbrauchsanlagen. Und irgendwie in diesem gelben Bereich, da kann man jetzt anfangen, das Ganze zu optimieren, technisch zu optimieren, auch wirtschaftlich zu optimieren. Und davon handelt dieses Bild, das ich Ihnen aber nicht im Detail erklären möchte. Lieber nochmal zeigen, wie das ungefähr dann tatsächlich, wenn man jetzt in Richtung Computer, in Richtung Komponenten denkt, wie das aussieht. Sie haben hier
vielleicht ganz unten, das kann man gut verstehen, da sehen Sie links etwas, was Smart Meter heißt. Dieses, oberhalb von Smart Meter gibt es ein Smart Meter Gateway. Das ist das Gerät, mit dem der Smart Meter seine Daten irgendwo hinmeldet. Rechts davon gibt es einen Energiemanager, der hat auch ein Energiemanager Gateway, mit dem er Daten empfängt und auch irgendwo hinmeldet. Und die beiden spielen jetzt zusammen. Der Meter tut das, was der Name sagt, nämlich messen und irgendwo hinmelden. Der Energiemanager tut das, was er sagt, nämlich irgendwas managen. Der bekommt von außerhalb Informationen, ist es gut, jetzt Strom zu verbrauchen oder nicht zu verbrauchen. Ob er dann die Waschmaschine einschaltet oder das Ladegerät von meinem Elektrofahrzeug, das macht der Energiemanager. Der ist eine verteilte Intelligenz, die da in meinem Haus sitzt. Es gibt noch Diskussionen, ob wem das alles gehört, ja, ob das alles dem Erzeuger, dem Verbraucher oder dem Prosumer gehört, ob es dem Netzbetreiber gehört, ob welches die Marktplatzbetreiber sind. Da gibt es mit Sicherheit noch Diskussionen. Das hat natürlich auch damit zu tun, wer kauft die Geräte, wer installiert sie, ja, also wer bezahlt sie auch. Darüber wird diskutiert, es wird auch noch darüber diskutiert und Sie sehen von da nach da, ja, der Energiemanager und der Smart Meter nutzen das gleiche Gateway, also die gleiche Kommunikationsschnittstelle oder tun es auch nicht. Auch darüber kann man noch diskutieren. Ja, manche sagen, ich brauche überhaupt keine solche dezentrale Intelligenz. Das macht alles hier irgendwo zentral einer und schickt über diesen Smart Meter Gateway da Signale an die intelligenten Anlagen. Das sagt momentan eher eine Minderheit, würde ich sagen. Also die meisten sagen, ich brauche so eine verteilte, dezentrale Intelligenz in Form eines Energiemanagers. Das gibt es alles auch. Hier ist wahllos, sind diese Gerätschaften zu diesen Schemabildern mal fotografiert worden. Also ich will damit einfach nur sagen, wir haben in eEnergy nicht nur nachgedacht und Bildchen gemalt, sondern die Geräte wurden entwickelt, die wurden im Feld getestet. Und sie wurden getestet mit ganz realen Menschen. Dabei ist eben nochmal aufgefallen, ja, dass unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich anzusprechen sind. Ich halte das für ein sehr schönes Bild, ja, wie man versucht hat, Testkunden zu gewinnen. Man hat es auch mit anderen Methoden versucht. Insgesamt wird es auch da noch ein großes Feld geben. Man muss noch weitere Untersuchungen machen, um zu sehen, welche Menschen sich tatsächlich gewinnen lassen, mit welchen Argumenten sie sich gewinnen lassen. Dafür, und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, braucht es viele Sparten, da braucht es die Elektronikleute, da braucht es die Energieleute, da braucht es natürlich auch Handwerker auf Dauer. Ja, deshalb haben die entsprechenden Verbände sehr, sehr intensiv in eEnergy zusammengearbeitet. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, gehen Sie auf diese Website. Dort gibt es auch noch den Bericht zum Kongress im Januar. Der Kongress im Januar wurde komplett aufgezeichnet. Haben sehr viele Menschen sehr kluge Dinge gesagt. Das können Sie sich alles nochmal anhören. Wenn Sie einen guten Überblick bekommen wollen, www.eEnergy.de. Wenn Sie die Notwendigkeit verspüren, mich nochmal anzurufen, schreiben Sie sich gern diese Telefonnummer auf. Danke.